Was ist so mit Rap passiert? Nur noch dämliche Phrasen, so viele Alben, doch so wenig zu sagen. Was ist so mit Rap passiert? Nur noch Drecksmelodien, die den schlechten Text überspielen. Was ist so mit Rap passiert? Guck, sie reden von Marken und profilieren sich mit dem, was sie tragen. Was ist so mit Rap passiert? Das hat Rap. Let's go, Alter. Lass uns damit vollballern, die schlechtesten Deutschrap-Lines. Ich bin immer noch froh, dass ich bis jetzt noch nicht vorkam. Ich kam auch in dieser JBB-Folge nicht vor. Ich hoffe, das bleibt so. Wobei Carter, der wurde ja gut hops genommen vom Boss Explosive so. Aber der ist damit völlig down gewesen, Alter. Der fand das richtig funny so. Der hat sogar drunter geschrieben und sich dafür bedankt, glaube ich, dass er hops genommen wurde. Also er war voll down damit so. Voll nice. Ja, er fand das so, ich glaube, er hat das so als Ehre empfunden. Geil, Alter, ich bin in so einem Format dabei. Geil, weißt du? Okay, let's go, Alter. Die schlechtesten Deutschrap-Lines 01. Die Pressekonferenz leite ich vom Schaufelstuhl, indem ich meinen fetten Schwanz nach außen hole. Ja. Excuse me, what the fuck? Ah, das ist aber auch eine Art und Weise, indem ich meinen fetten Schwanz nach außen hole, Digga. Ich stell mir gerade vor, so, du bist irgendwie beim Arzt, so, was weiß ich, Urologe oder so, lässt dir deinen Hoden untersuchen. Und der Arzt sagt erstmal, könnten Sie bitte Ihren Schwanz nach außen holen? Digga, diese Art und Weise, das zu formulieren. Indem ich meinen fetten Schwanz nach außen hole. Excuse me, what the fuck? Besser Sie gewöhnen sich, der Bösewicht mit königlichem Firmensitz. Mein Schwanz ist auf der Suche nach einem Mund, der auf Französisch spricht. 12 Sekunden später. Ja. Aber, okay, ich verstehe, worum es geht, aber das war krass gerappt. Excuse me, das war aber trotzdem, klar, inhaltlich bisschen, ja, bisschen bisschen nicht so schlau, aber krass gerappt, Alter. Besser sie gewöhnen sich, der Bösewicht mit königlichem Firmensitz. Mein Schwanz ist auf der Suche nach einem Mund, der auf Französisch spricht. Geil gerappt, Alter, geil gerappt. Aber ja, das war vielleicht nicht so. Okay, ach. Minimum 18 Karat, ja. Das kommt dir nicht mal dein Paar. Pa. Du holst die Gucci und Prada, da. Doch bist immer noch ein Pazar. Okay. Ich hab's gerade gedacht, okay, was ist das Problem? Okay. Ja, gönne ich mir halt gar nicht. Loredana, da bin ich ja gar nicht drin, ne? Aber gut, weil sie sagt, ne? Okay, also sie nennt sich quasi selbst Versager, so, wenn man das so sehen möchte, ne? Leb dein Leben, Alter. So, lull, Digga. Das steht, sollte sie nicht eigentlich im Knast sein, steht hier einfach ganz random mit drin, Alter. Fick die Toys. Genau, Alter. Naja, das war, glaube ich, zu der Zeit, da war das gerade so, es ist schon wieder 2 Jahre her, what the fuck? Mit dieser, wie hieß sie, Petra, ne? Schon wieder 2 Jahre, Digga. Ey, die Zeit vergeht, Mann, das ist geisteskrank, es geht einfach zu schnell. Vergleich dich niemals mit mir, mein Schwanz ist 10 Meter mal 4. Vergleich dich niemals mit mir, mein Schwanz ist 10 Meter mal 4, Digga. Warum sagt er nicht einfach 40? 40 Meter. 10 Meter mal 4, Junge. Digi, Alter. Oh, Junge. So geht der Bahnhof-Flow? Wer ist das? Olex. Okay, ich hätte es irgendwie, ich weiß auch nicht, direkt an Bushido gedacht. Niemals mit mir. Mein Schwanz ist 10 Meter mal 4. So geht der Bahnhof-Flow. Caprizon bei der Zone. Verkauf auf Heroinien, Sohn bei Amazon. Einfach so. Bruder, gönn dir. Leb dein Leben, Alter. Tu, was du nicht lassen kannst, Mann. Manche Typen kommen schwul aus dem Knast. Doch wenn ich rappe, ist plötzlich die Kuh auf dem Dach, Junge. Ja, immer noch legendär. Immer noch eine legendäre Line, Junge, Alter. Manche Typen kommen schwul aus dem Knast. Doch wenn ich rappe, ist plötzlich die Kuh auf dem Dach. Was ich mir denke, ist so, hat er sich das jetzt wirklich einfach ausgedacht? Oder dachte er, es wäre irgend so eine Redewendung, die es wirklich gibt? Das ist das, was ich mich frage. Also ob er wirklich selber so darauf kam oder ob er irgendwie, es gibt doch sowas wie lieber ein Spatz in der Hand als Taube auf dem Dach oder sowas. Dass er irgendwie dachte, das gibt's als Redewendung, ohne es zu überprüfen. Ich weiß auch nicht warum. Oder ob er sich einfach gedacht hat, Digga, wenn ich komme, also wenn ich am Start bin, Junge, dann ist die Welt so verdreht, dann ist die Kuh einfach auf dem Dach. Bushido ist, glaube ich, mit Abstand am meisten dabei, ne? Okay, Leute. Auf dem Dach, Dach. Das ist doch dumm. Ja, Boss Explosive macht's aber auch immer am nicesten mit diesen Memes danach und so, ne? Man sagt, sie seien schwulenfeindliches. Oh nein, jetzt weiß ich, was kommt. Weil ich diesen Song damals gefeiert habe.
Das ist von KC. Ich weiß nicht mehr, wie der Track heißt, aber das war vor Gericht. Da war er irgendwie vor Gericht mit dem Richter und sowas. Und das, ich habe das damals voll gefeiert, weil ich fand's geil gemacht so. Er geht irgendwie an... Ja, okay, hier unten steht's. Also ihr seht's nicht, aber stimmt, hier unten steht's. Und da sitzt er da und er bringt auch echt geile Aussagen so. Er bringt geile Aussagen so. Ich weiß nicht mehr genau, zu lange, als ich das gehört habe. Aber halt so, ja, war keine Ahnung mehr. Aber irgendwie Richter redet halt mit ihm und er rechtfertigt sich und gibt teilweise auch geile Begründungen ab mit Gänsehautlines so. Und dann kommt diese Line und die hat mich damals schon so abgefuckt, diese Line, weil die so dumm ist einfach. Man sagt, sie seien schwulenfeindlich, es wird so geredet. Ich nehm keinen Hintereingang, wenn es auch von vorne geht. Ja, das ist halt so... Das ist so... Guck mal. Ich versteh's halt nicht. Wenn zu dir jemand kommt und sagt so zum Beispiel, ey, Tapey, ich hab gehört, du bist schwulenfeindlich so. Und anstatt du sagst so, Digga, jeder soll machen, was er will, jeder soll so sein Leben leben, keine Ahnung, woher diese Vorwürfe kommen, sagst du einfach, Digga, ich nehm keinen Hintereingang, wenn's doch von vorne geht. Ich hab's damals schon nicht kapiert, diese Line, die ist so, Junge, die hat mich schon damals aufgeregt so. Ich nehm keinen Hintereingang, wenn es auch von vorne geht. Warum guckst du mich so an, als ob ich Stalin wär? Nur weil ich auf der Wiese tanze wie der Charmin wär. Was war denn der Charmin-Bär? Ich glaube, das war eine Werbung. Charmin ist eine Marke. Für? Er tanzt auf Toilettenpapier. Bruder, leb dein Leben. Bester Mann, Alter. Klick, klack, klick, klack. Ich bin Kurt Cobain. Es ist Kurt Cobain, wie ich aus dem Tuareg steig. Die Frauen wollen mein Herz, auch es ist leider nur aus Stein. Alles hat ein Ende, doch die Wurst hat zwei. Komm auf Tour vorbei, oh yeah. Klick, klack, klick, klack. Oh, es ist so geil, Digga. Es ist so geil. Oh, ich hab Bushido, ich muss sagen, früher, ne? Ich hab Bushido so tot gehört damals, ne? Aber diese Line. Das ist so geil. Klick, klack, boom. Das Geile ist halt auch immer, wie Bushido das delivert, Mann. Das ist aber auch eine Kunst eigentlich. Weil er delivert wirklich jede Line, so als wäre das die beste Line, die jemals jemand geschrieben hat, Digga. Als wenn er gerade so an seinem Blog sitzt, sich denkt, ich hab euch alle gefickt. So. Klick, klack, boom. Klick, klack, boom. Ich bin Kurt Cobain. Es ist Kurt Cobain, wie ich aus dem Tuareg steig. Die Frauen wollen mein Herz, auch es ist leider nur aus Stein. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Komm auf Tour vorbei, oh yeah. Klick, klack, boom. So nice, Digga. Aber auch vor allem diese Line dazwischen, ne? Doch es ist leider nur aus Stein. Alles hat ein Ende, doch die Wurst hat zwei. Komm auf Tour vorbei. So, was? Dieser Zusammenhang, Digga. Es wirkt so richtig. Ich kenne es ja selber, wenn ich Texte schreibe, ne? Und dann komme ich an irgendeiner Stelle nicht weiter. Und ich glaube, Bushido, der ist dann so drauf, wenn er nicht weiterkommt, egal, Alter. Irgendein Reim rein, irgendeine Aussage, let's go, weiter geht im Text. Oh yeah, klick, klack, klick, klack. Nice, ey. Die Standing Ovations, ich lass es klatschen, Rapper sind wie Faxgeräte, sie machen Faxen. Ah, I'm gonna kill myself! Wow. I'm going to kill myself and it's your fault! Scheiße. That's an overreaction. Sie sind wie Faxgeräte, sie machen Faxen. So, ihr seid wie Klopapier, ihr seid wie Toiletten, ihr seid wie Klopapier, ihr bringt Scheiße aufs Blatt. Ihr seid... Was weiß ich, Alter. Ihr seid wie im Zirkus. Ihr macht euch zum Clown. Das ist halt so. Wobei das natürlich noch naheliegender ist sogar. Und das Krasse an dieser Line ist eigentlich, das ist ähnlich wie bei Bushido gerade. Er hat sie so gerappt, als wäre sie überkrass. Rapper sind wie Faxgeräte. Die machen Faxen. So richtig so boom, Junge. Aber die Tuni-Zeit, Alter, den habe ich wieder voll vergessen, Mann. Wie ein Wohnzimmer lässt sich einrichten. Ja, genau. Wie ein Kühlschrank, sie machen dich kalt. Ja, oder ihr seid wie, was weiß ich, Digga. Ja. Ihr seid wie Tischler. Ich bin wie ein Tischler, ich mache euch Beine. So, ja. Aber wobei dieses Faxgerät, sie machen Faxen wirklich nochmal eine Hausnummer härter ist, so eigentlich. Wir
sind Gamer, wir zocken jeden Tag von Formel 1 über Tekken bis zu GTA. Wir sind Gamer, es wird gleich gezockt, egal ob Sony, Nintendo oder Microsoft. Wir sind Gamer, ja wir lernen schnell, scheiß mal auf Cheater, Camper und RTL. Wir sind Gamer und weil ich selber bin, gibt es diesen Song aus dem Grund, dass wir Gamer sind.